Galt ein Spritzwasserschutz bisher als wirkliches Highlight beim Kamerakauf, war Unterwassertauglichkeit eine Sache, die war so far, 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 far away, dass man davon gar nicht zu träumen wagte. Jetzt haben wir sie hier, die Nikon One AV1, die weltweit erste Systemkamera, mit der man wirklich tauchen gehen kann, bis zu 15 Meter. Aus 2 Meter Höhe soll sie auch noch sturzfest sein. Wir gucken uns die Kamera heute erstmal so ganz normal an. Beim Bildsensor, da setzt Nikon auf die von den anderen Nikon One-Kameras bekannten CX-Sensoren, also relativ kleiner Durchmesser, den man hat, zumindest wenn man es mal vergleicht mit APS-C oder natürlich Vollformat-Sensoren von richtigen DSLR-Kameras. Das sieht man dann auch relativ schnell, wenn ihr weniger Licht habt, das heißt irgendwie Dämmerung fotografieren, Familienfeiern, was auch immer, ISO-Werte hoch, da wird das Bild ganz schnell schlechter, verliert schnell an Schärfe und das Bildrauschen geht hoch. Sonst bei viel Licht, wie wir es heute haben, natürlich knackscharfe Bilder, das richtige Objektiv vorausgesetzt. Die Steuerung der Nikon One AV1 hat man sehr intelligent gelöst, denn natürlich aufgrund der Unterwassertauglichkeit kann man nicht unendlich viele Einstellräder und Co. reinbringen. Ihr müsstet ja alles abdichten. Nikon hat das ganz geschickt gemacht, beispielsweise das Modus-Wahlrad gibt es gar nicht bei der Kamera hier oben oder so, sondern ihr habt auf der Rückseite einen kleinen Knopf, drückt drauf und damit wird sozusagen die integrierte Wasserwaage genutzt und dann dreht ihr die Kamera in die Richtung, die ihr haben wollt und könnt damit ganz einfach den Modus auswählen, zum Beispiel Automatik, Kreativmodus und Co. und könnt dann damit arbeiten. Allerdings muss man sagen, ihr geht jetzt zum Beispiel in den Kreativmodus hinein und sagt dann, ich will Blendenpriorität, Zeitpriorität oder voll manuell arbeiten. Die Einstellung ist doch teilweise recht kompliziert, muss man sagen. Ihr müsst teilweise bis ins tiefe Kameramenü rein, um die Blende oder die Belichtungszeit zu verstellen. Das ist ein bisschen ungünstig gelöst. Einen Videomodus, den bringt die Nikon One AV1 natürlich auch mit. Hier orientiert man sich grob an der nicht mehr ganz aktuellen DSLR-Generation, das heißt maximal 60 Halbbilder oder 30 Vollbilder pro Sekunde. Leider gibt es noch nicht die Möglichkeit, hier auf 25 Bilder runterzuschalten. Das heißt, das Demomaterial, das wir jetzt zeigen, kann etwas so ruckeln aufgrund der Konvertierung von 30 auf 25 Bilder pro Sekunde runter. Qualitativ muss man sagen, eben auf dem Niveau der anderen Nikon One oder auch DSLR-Kameras kann man keine großartigen Unterschiede festmachen. Erstmal auch hier natürlich das Objektiv wichtig, wenn ihr wirklich gute Bilder raus haben wollt. Tonqualität, ihr könnt eben nur leider die integrierten Mikrofone nutzen, denn bei der Kamera aufgrund des Unterwasserfaktors wurden natürlich auch so ziemlich alle externen Anschlüsse eingespart. Das heißt, ich habe wirklich eine USB und ein Micro-HDMI, das war es dann schon in externen Anschlüssen. Habt ihr viel Wind oder sowas drauf, dann merkt man das am Ton schon, der wird dann wirklich ganz klar davon gestört. Also, wenn ihr wirklich richtig filmen wollt, ist Nikon One AV1 nichts für euch. Das mitgelieferte Kit-Objektiv ist natürlich auch gegen Wasser abgedichtet, sonst würde das Ganze ja nicht unter Wasser tauglich sein. Das merkt man an einigen Stellen, beispielsweise der Zoomring, der ist doch relativ schwergängig, hat also einen guten Widerstand und auch sehr groß, das sieht man ja schon, also wirklich mehrere Zentimeter. Das ist so unter Wasser, ihr habt zum Beispiel jetzt irgendwie einen Neopren-Tauchanzug an, wollt jetzt irgendwie da noch ein bisschen hantieren, das geht natürlich mit so einem großen Ring und der auch noch wirklich gut strukturiert ist, wesentlich besser, man rutscht nicht so schnell ab. Da hat man also schon mitgedacht und wirklich viel auch auf diese Unterwassertauglichkeit ausgelegt. Was leider nicht integriert ist, das ist ein Bildstabilisator. Das heißt, gerade wenn ihr filmt, jetzt bei so einem kalten Wetter, die Hände zittern noch ein bisschen, dann werden die Aufnahmen auch leicht verwackelt. Das ist also nicht ganz so schön. Bisher gibt es leider auch kein unterwassertaugliches Objektiv mit Bildstabilisator drin. Da muss man also noch ein bisschen nacharbeiten im Portfolio, damit das Ganze dann auch besser funktioniert. Generell zu Nikon One AV1 zu sagen, eine klassische Systemkamera, aber natürlich viel zu teuer, wenn man dann keine unterwassertaugliche braucht mit knapp 800, 900 Euro für das Kit, wie wir es hier so haben. Wirklich spannend wird es dementsprechend erst, wenn ihr die Kamera wirklich unter Wasser einsetzt. Und wenn ihr dazu noch ein Video sehen wollt, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder nächste Woche mit dem nächsten Unboxing-Video. Zwei weitere coole Videos findet ihr noch verlinkt hier unten auch zu ein paar schicken Systemkameras. Bis dahin.